Wir grüßen das Märzmagazin auf TV Oberwallis und da steigen wir jetzt miteinander ein, also in eine Art Zeitmaschine. Und die Zeitmaschine, die nimmt dich mit zurück ins 15. Jahrhundert. Im 15. Jahrhundert war es, da hat man das Lorihische zu Randa gebäuven. Und mittlerweile finden genau mit diesem Lorihische also ein bisschen Umbauarbeiten statt. Und das Ziel von diesen Umbauarbeiten, das ist ganz klar, man will daraus nämlich ein Wohnmuseum machen. Schon in einem Jahr sollte es so weit sein. Und mit diesen Arbeiten ist der Redakteur, der Peter Abgogspohn, einmal in Beteiligung. Dann gehen über die Schulter schauen. Das ist das Lorihische zu Randa. Gebauen hat man es so um 1456. Damals war es aber noch etwas kleiner als heute. Die jetzige Grösse hat es seit 1709. Damals hat man zusätzlich einen Stock drauf gebaut. Die genauen Jahrzahlen haben die Experten aufgrund der Holzstruktur bestimmen. Bis 1986 haben in diesem Haus drei Frauen temporär gelebt. Seither war das Haus leer. Weil das Gebäude aber so historisch wertvoll ist, hat man eine Stiftung gegründet. Die sorgt dafür, dass man das Gebäude für die kommenden Generationen erhalten kann. Die Substanz war nämlich schlecht. Einer, der an der ganzen Sache von Anfang an beteiligt war, ist der Roger Achillier. Er ist zum einen Mitglied des Stiftungsrats, zum anderen ist er der, der die ganzen Sanierungsarbeiten unter sich hat. Also die Idee ist sicher, vor 7-8 Jahren ist das entstanden. Und dann wird wirklich ein Haufen Jahre geplant und gemacht und Geld gesammelt, dass man irgendeinen Stock hat, dass man anfangen kann mit Spendengeldern und Zeug. Und angefangen hat es eigentlich vorfahren. 2013 haben wir angefangen mit den Mauerarbeiten. Letztes Jahr, 2014, haben wir eigentlich Zimmerarbeiten und das gemacht, Dachstühle, das jetzt im Scheren ist. Und dieses Jahr haben wir jetzt auf dem Programm, dass wir einen Innenausbau mit Decken, Bädern, Steinplatten da machen können, dass man das so weit abschließen kann. Das ganze Projekt kostet rund 650'000 Franken. Wie der Roger Achillier sagt, hat man bis jetzt rund 500'000 zusammen. Kommt dort das Geld von verschiedenen Quellen? Das sind verschiedene Spenden, das sind private, sind Firmen, sind andere Stiftungen. Szenenwechsel. Wir sind mit Roger Achillier in seiner Werkstatt Zerbrico. Die ganzen Vorarbeiten macht er hier. So tut er zum Beispiel Elemente von der Welbe im Lorihische abmontieren, nimmt ihn in seine Werkstatt und tut den Dido Flicco und Venedig mit ähnlichem altem Holz ersetzen. Das Holz muss er aber zuerst überall zusammensammeln. Es sind von Gebäuden, die abgebrochen werden oder umbauten, die renovieren oder neu machen dienen, die einfach Decken, Bett oder Zeug einfach draus dienen und nicht mehr verwertet in dem Sinn. Das tun wir jetzt hier, das wieder im Inn brauchen und für einfach das andere zu flicken und zu ergänzen, das Holz brauchen. Der Roger Achillier kümmert sich rund um das Lorihische nicht nur um die Holzarbeiten, sondern er tut den Mauer und schaut euch für das alles, was mit Einsatz zu tun hat, wie Beschlag zum Beispiel, dass man die bestehenden entweder auffrischt oder sogar neu machen. Dabei geht es darum, dass man die so original wie möglich gestaltet. Schwierig ist, dass eigentlich, muss man eigentlich das ergänzen, was eigentlich fehlt. Das ist eigentlich im Restaurieren ist das eigentlich immer so. Muss man es im Kopf haben, wie es vorher uns gesehen hat, und dann ist der Weg eigentlich nicht so schwer. Aber man muss es einfach umsetzen. Wir sind wieder zurück zu Randa im Lorihische. Wenn alles gut geht, sollte will man die Arbeiten bis Ende 2016 komplett fertig haben. Dazu kehrt dort in Richtung, weil man will ein Museum daraus machen. Es wird eigentlich so möbliert, wie es früher war. Und was wir heute haben, wäre ein Demozimmer. Also das sind zum Beispiel ein Räum ist vom Schweiz zum Wurst, ein Räum ist vom Korn zum Brot. Nachher sieht man in einem Räum, wie es früher Handwerk gemacht haben, also gekorbelt haben, etwas geschreinert und Rechen gemacht und das Zeug. Zum Beispiel im Speicher ist nachher oben ist die Vorratshaltung. Von was haben sie gelebt? Im Keller zum Beispiel auch. Wie ist die Herpfel und Gemüse und das Zeug eigentlich gelagert haben. Wie am Anfang angesprochen, sind gewisse Wände oder Elemente vom Gebäude aus dem 15. Jahrhundert.
In der Vergangenheit haben die Bewohner nicht viel am Hinschi gemacht. Entsprechend viel müssen wir jetzt mit der Sanierung machen. Ja, das Schwierigste war einfach, wenn man vor allem letztes Jahr mit der Zimmerei, dass man einfach die Wände, die fühlen waren, dass man das müssen auswechseln, dass ich auf teilweise das Gebäude nur noch auf einer, zwei Wand gestanden hat. Dass das steht, ist überhaupt, und das muss wieder erkennen, so original an mir feiern. Meiste Arbeiten macht der Roger Achillier. Er hat aber viele Helfer, die vor allem gerade zur Hand gehen, wenn es darum geht, grosse Elemente zu montieren. So ein altes Hinschi verbirgt auch immer wieder spannende und interessante Details. So zum Beispiel hier der Schittstein, ein Ort als Lavabo. Oder aber das WC, wo ein Trocken-WC war. Oder aber das Velo. Darmig, sagt Roger Achillier, sie hat die letzten Bewohner vor anderen auch auf den Tisch gefahren. Der Sattel ist kaputt gegangen. Geflickt hat man ihn offensichtlich mit Stretcher. Eins haben die damaligen Erbauer schon gleich gemacht, wie wir heute probieren zu machen. Sie haben viel Wert auf die Aussicht gelegt. Und die ist vom Lorehinschi aus einmalig. Das war ein Beitrag von Peter Abgogspo über das Lorehinschi zu Randa. Für euer Interesse bedanken wir uns. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit.